Herzlich willkommen, wir sind die Azubis vom zweiten Lehrjahr von der Firma BAS und wir lernen dort gerade Industriemechaniker. Wir haben vor etwa 5 Wochen angefangen, ein Projekt zu machen, den Druckluftmotor mit einem Ausbilder von uns. Und dort haben wir verschiedene Maschinen und Materialien benutzt, um die näher kennenzulernen und noch mehr in die Maschinen und Materialien vorzudringen. Wir haben zu jedem Teil von unserem Druckluftmotor einen Arbeitsplan geschrieben und haben dann noch insgesamt die Materialkosten und die Maschinenkosten noch ausgerechnet. Also hier ist der Eingang für die Druckluft. Die Druckluft dreht dann das Schwungrad und durch das Schwungrad bewegt sich der Kolben und alles, was hier hinten dran befestigt ist, auf und ab.